Hallo meine Hübschen, willkommen zu einem neuen Video und zwar werden wir wieder etwas schminken für Halloween. Diesmal wird's, obwohl das letzte Mal jetzt auch nicht unbedingt gruselig, aber es wird nichts Gruseliges, sondern wir machen einen Meerjungfrauen-Look. Und ja, mein Gesicht ist bis jetzt nur eingecremt. Ich habe gedacht, ich mache erst die Augen und kümmere mich dann um den Rest, weil, wer weiß, Fallout und so, ne? So, wir beginnen einfach mal und ich werde da den Rest jetzt auch mit Voice-Over machen, einfach weil es ein bisschen leichter geht und weil ich dann besser schneiden kann und schneller machen kann, weil ich glaube, der Look wird auch wieder relativ lang dauern. Ich beginne erstmal damit, meine Eyeshadow Base aufzutragen. Das ist wie immer die Primer Potion von Urban Decay. Und im Anschluss nehme ich mir den Jumbo Eye Pencil in Milk und den trage ich auch auf mein ganzes Lid auf, bis hoch zur Augenbraue. Und nehme dann meinen neuen Pinsel von Ebelin, um das alles zu verstreichen. Da war es mir nicht genug weiß, dann habe ich noch mal ein bisschen was aufgegeben. Und das gleiche habe ich auch auf der anderen Seite gemacht. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen weißer aus als auf der anderen Seite, aber das ist eigentlich vollkommen egal. Wir wollen einfach nur eine Basis schaffen. Dann nehme ich Dragon, beziehungsweise einfach einen Grünton und gebe den ganz am Anfang meines Lides auf. Und intensiviere das auch gleich etwas. Und dann nehme ich von Catrice die Farbe Peacock Tail und mische den mit einem türkisenen Ton und gebe den auf die Mitte meines Lides auf. Nehmt einfach, was ihr da habt. Und ja, nochmal ein bisschen mehr Türkis. Ich ziehe das diesmal schon von Anfang an relativ weit nach oben. Und dann nehme ich Royal Blue aus einer Catrice LE, beziehungsweise einfach ein dunkles Blau, gebe das in meine Lidfalte und ziehe das auch schon ziemlich weit nach oben. Schaut einfach, dass ihr irgendwie so ein bisschen mehr Farben habt. Und was ich euch da gezeigt habe, ach ja, ich intensiviere das nochmal, das Türkis etwas. Und auch das Grün. Und dann nehme ich mir nochmal Peacock Tail von Catrice aus der Feathered Fawlily und gebe mir das in die Lidfalte und ziehe das richtig schön nach oben. Ich möchte eben da diesen schimmernden Effekt irgendwie ein bisschen mehr drin haben. Und dann nehme ich mir zwei Highlighter. Einmal den Moon Dust Highlighter von Rivaldi Loop und einmal aus einer Catrice LE einen Highlighter. Und das gebe ich mir bis zur Augenbraue nach oben hin und verblende das. Und da habe ich auch wirklich viel genommen. Also da glitzert ihr wirklich, aber das war auch der Sinn der Sache. Ich singe übrigens nebenbei, weil ich Musik höre, falls ihr euch schon gewundert habt. Und das mache ich immer weiter, bis mir es gefallen hat. Und dann habe ich mir nochmal meine Eyeshadow Base genommen und habe die auf meinen unteren Wimpernkranz, sage ich mal, aufgegeben und bin dann nochmal in das Dunkelblau und in das Grün, habe die zusammengemischt und habe die Farbe dann mit einem kleinen Pinselchen aufgetragen. Da ist mir einiges ins Auge gekommen, das sieht man auch gleich, dass ich mein Auge zukneifen muss, das ist auch ein bisschen schon fast am Drehen, es hat nicht getränt. Ja, ist halt ungewohnt. Und dann nehme ich eine rote Farbe und gebe mir die auf die Augenbrauen. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen. Ich habe rote Haare nachher und ich wollte es einfach ein bisschen anpassen. Die sieht man aber nachher wegen Pony auch nicht mehr so doll. Deswegen, ja, passt das schon, auch wenn das jetzt nicht perfekt ist. Ja, dann habe ich den ganzen Fallout versucht wegzumachen, was auch geglückt ist. Und dann habe ich mir vom P2 aus der Wild Me Up LE diesen Highlighter in Shine genommen, diesen Flüssig-Highlighter. Und habe mir den ziemlich kräftig auf meine Wangenknochen, die Lippen und so aufgegeben und habe das danach abgepudert. Ich wollte einfach schon mal so ein bisschen Glow haben. An dieser Stelle könntet ihr jetzt natürlich auch Make-up auftragen. So, dann habe ich hier zweimal Pailletten, ja, in so Türkisblau und in Grün und einen Wimpernkleber genommen. Habe mir die erstmal so in kleine Schälchen aufgeteilt, damit ich da nicht auf einmal alle umschmeiße aus Versehen. Währenddessen meine Lippen schon mal nochmal gepflegt. Habe mir dann etwas von dem Kleber auf einen Zahnstocher aufgegeben und habe dann angefangen, die Pailletten aufzukleben.
Ja, also das sieht man jetzt noch ein bisschen von dem Kleber überall, aber das trocknet ja dann durchsichtig. Ja, und das habe ich dann einfach gemacht, bis es mir gefallen hat. Da könnt ihr natürlich dann so viel bzw. so wenig machen, wie ihr möchtet. So, das Gleiche habe ich auf der anderen Seite noch gemacht. Ich wollte das aber nicht symmetrisch haben, sondern habe einfach dann weiter oben am Auge angefangen. Ihr könnt die natürlich auch enger zusammen machen, wie ihr das gerne möchtet. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, und so sieht das dann aus. Achtet darauf, dass er wirklich durchsichtig trocknet, weil sonst habt ihr da irgendwie schwarze Dinger. Wenn ihr so Pailletten nicht habt, könnt ihr natürlich auch ein Blush nehmen, das euch gefällt, und das stattdessen auftragen. So, dann geht's an die künstlichen Wimpern. Diese sind aus einer Essence LE von, weiß ich nicht mehr vor wie langer Zeit. Es sind eben nur so halbe Wimpern und die finde ich persönlich ganz cool. Vor allem, weil ich überhaupt nicht gut darin bin, diese Wimpern anzubringen, wie man auch gleich sieht. Mein erster Versuch ist leider missglückt. Ich habe sie dann nochmal abgenommen. Ja, währenddessen singe ich noch ein bisschen. Und ja, da zeige ich euch, ich höre Black Music vorbei, Big FM. Und ja, dann habe ich meine Wimper aufgeklebt. Erst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite. So sah das dann aus. Dann habe ich die inneren Wimpern noch etwas getuscht, wieder mit der Princess Lash Mascara von Essence. Ich finde die Wimpern eben auch cool, weil die nicht schwarz sind, sondern irgendwie noch Farbe drin haben. Dann habe ich mir noch einen Eyeliner genommen und habe bis zum Anfang der Wimpern mir einen Eyeliner Strich gezogen, weil da sieht man eben dann nicht mehr so den Anfang der Wimpern. Dann habe ich unten meine Wimpern noch getuscht und habe mir dann den Betty Luminizer genommen und habe davon richtig viel aufgetragen. Zum einen auf der Nase, dann um die Pailletten rum. Wenn ich Rouge benutzt hätte, hätte ich das wahrscheinlich noch auf das Rouge drauf gemacht. Und diesmal muss man auch nicht verblenden, weil ich finde gerade dieser Chloe Look passt zu einer Meerjungfrau. Und dann habe ich mir von P2 einen dieser Glamourazzi Lip Pencil genommen. Und das ist die Farbe Paparazzi Star. Ja, und habe mir noch ein bisschen Betty Luminizer aufgetragen. Ja, ihr Lieben, und das ist der fertige Look. Ich habe, wie ihr seht, noch eine Perücke aufgesetzt. Die habe ich mal bei Amazon bestellt vor einigen Jahren. Und ich finde, die passt ganz gut dazu. Darum habe ich eben auch versucht, ein bisschen in den Augenbrauen rot reinzubekommen. Ja, wie gefällt es euch? Ich weiß, es ist jetzt sehr viel Schimmer, vor allem auf der Nase. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so direkt sehen könnt, aber ja, es ist vorhanden. Ich finde es schön. Mir gefällt es sehr gut. Ich weiß nicht, was ich dazu anziehen würde, weil so natürlich nicht. Wenn ihr mutig seid und die Figur dazu habt, könntet ihr natürlich einfach nur ein Bikini-Oberteil oder sowas in die Art anziehen und dann irgendwie euch so einen Rock umbasteln in eine Schwanzflosse. Aber ja. Ja, ach, ich muss mich jetzt irgendwie die ganze Zeit angucken wegen den Haaren. Das ist schon sehr ungewohnt. Wie steht mir die Farbe? Soll ich mir meine Haare rot färben? Ach, Spaß. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal diesmal, glaube ich, ein bisschen aufwendiger als sonst. Die Augen, finde ich, sind sehr schön geworden. Natürlich auch sehr viel mit Gold hier oben und ja, mit den Pailletten. Man könnte das natürlich noch viel mehr machen, das ganze Gesicht voll oder so. Aber ich finde, das reicht auch schon. Es sieht trotzdem schön aus. Und wenn das Licht eben dann so reflektiert, sieht man das dann so ein bisschen glitzern und ja. Ja, ich freue mich, dass ihr das Video angeguckt habt. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne Kommentare und ja, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis bald. Tschüss.